Hier ist ein merkwürdiger Raum. Guck mal, hier gibt es sogar noch Aufspielgeräte mit diesen komischen Rollen. In überdimensionaler Größe, meine lieben Freunde. Schlimm ist das. So ein Teil hat mein Vater irgendwo noch stehen. Der will jetzt seine... Nein, nicht runterfallen. Der wird seine Sachen... Fertig machen. So, und was bringt mir das jetzt? Ja, aha! Okay, das war ja schon mal... nicht sinnvoll. Was mache ich jetzt? Dann laufen und runtergehen? Oh. Okay. Ja, das hätte man mir ja auch mal sagen können, dass ich da rüber jumpen muss. Okay, ich muss da anscheinend rüber jumpen. Hoch da. Ja, toll. Wie mache ich das denn jetzt? Rüber jumpen. Weil die hier machen ja noch nichts. Erst die hier sind ganz, ganz mies. Ja! Und wie soll ich das jetzt bitte schön machen? Ich spring gleich rüber. Ich das schaffe. Ja, man muss springen und sich festhalten. Ich glaube, anders geht's nicht. Und nochmal die ganze Chose. Wie mich das jetzt mal wieder aufregt. Ich könnte mal auf Toilette gehen. Das war jetzt guter Stichwort, ne? Wenn Frauen sich aufregen, dann können sie dann denken sie auch, sie könnten ja mal auf Toilette. So. Darauf hätte ich auch kommen können. So, so, so. Und runter. Nein! Ich hätte noch ein bisschen weiter gemusst. Ja, mein Gott. Okay, okay, jetzt habe ich aber wenigstens den Bogen raus. Okay, jetzt habe ich den Bogen raus. Das heißt, ich warte, bis er hier vorne ist und dann... Jetzt laufe ich los und springen. Und hangeln und runter. Achso, das ist Kopfgröße. Hier. So, das war jetzt ja mal anstrengend. Spielspeicher. Hoffentlich müssen wir das nicht nochmal machen. So, hier kommen wir jetzt endlich auf die andere Seite. Nicht weglaufen, du Idiot! Das gibt's doch nicht! Der setzt doch bestimmt irgendwas hier in den Gang. Ach komm! Ja, ich nehme mal eins von meinen 14 Medipacks. Ja, okay. Ja, wir laufen doch mal runter. Einfach nur, weil wir diesen Typen hier hochgefolgt sind und ich keine Ahnung habe, ob das jetzt so toll war. das hat mich nämlich ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Aber das, was wir da, wo wir da oben hinkommen, das kenne ich schon mal. So, ich guck mich jetzt hier unten nochmal um. Wobei ich mich gerade frage. Uns fehlt ja noch diese Chipkarte. Okay, wir mussten da wirklich hoch. Mhm. Stopp, da war eine. Ah, da kommen wir wahrscheinlich irgendwann mal raus oder rein, oder? Gut, also wir müssen natürlich immer auf uns vor Augen führen, was uns fehlt. Uns fehlt nämlich eine Chipkarte. So, jetzt haben wir hier aber das Problem, dass wir uns erstmal hier umgucken. Ja, was ist denn das?
Das, meine lieben Leute, ist das, warum Russell hier ist überhaupt. So, wir müssen jetzt vorsichtig über die... Ja, das war jetzt mal sehr toll. Also es bringt halt, sobald die ausgelöst ist, bringt es halt hier nichts weiter, wirklich weiter zu spielen. Falsche Richtung. Ich nehme mal lieber eine andere Waffe. Ich weiß nämlich nicht, ob es was bringt, wenn wir den Knaben da unten schon irgendwie erledigen. Aber ich hoffe es. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei dem anderen nehmen wir auch mal das Gewehr. Weil der macht ja immer so viel Schaden. Der Knabe. Ach, wenn er nicht nach oben kommt, dann kommt der Knabe nicht. Das ist ja interessant. So, speichern. Und ich glaube, hier mache ich jetzt erstmal eine kleine Schaffenspause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao. Da bin ich auch schon wieder. Hat nicht lange gedauert, aber für mich war das halt wichtig. So, wir müssen jetzt ganz vorsichtig... Gut, das haben wir schon mal geschafft, der erste Sprung. Da wird doch glatt gespeichert. Ja, ich weiß, ich bin jetzt wirklich sehr vorsichtig. Aber... Das hat auch geklappt. Da oben ist die Selbstschussanlage. Und das Problem ist einfach... So, hier muss man jetzt ein bisschen anders springen. Flupp. Und das Problem ist einfach, ich habe keine Lust, die auszulösen. Ich glaube, hier gibt es keine mehr. Nö. Okay, die Tür ist sogar hier noch zu. Okay, da ist die nächste Selbstschussanlage. Hier ist anscheinend nichts. Gut, wir haben es überlebt. Ja, wir müssen jetzt natürlich hier uns noch ein bisschen weiter durchfühlen. Erstmal am Teil vorbei. Okay. Nächster Raum. Wieder mit einer Selbstschussanlage. Ich laufe erstmal in diese Richtung. Hier wollte er wahrscheinlich hin. Hier löst er nämlich durch Handzeichen die Selbstschussanlage aus. Und das habe ich ihm natürlich mal sehr, sehr gut verdorben. So, gucken wir uns mal um. Da ist ein Raum. Da ist eine Tür. Hier geht es irgendwo hoch. Da ist ein Schalter. Ja, Schalterversuche, meine lieben Leute. Aber ich stelle gerade, ich habe das Spiel zum Beispiel noch nie so blei, also so hilfelos gespielt wie jetzt. Also, damit meine ich wirklich, ich habe dieses Spiel noch nie ohne Lösungsbuch gespielt. Und ich finde, dafür schlage ich mich eigentlich ja gar nicht schlecht. Ach du, ich weiß, was hier los ist. Nein, nein, nein. Was? Okay. Ja, das habe ich befürchtet. Toll. Zeitspiel. Zeitspiel. Ich hasse Zeitspiele. Oh, nö, nicht schon wieder so ein Frickel, der jetzt auf mich ballert und ich habe nicht mehr so viel Leben. Nur, das ist mir jetzt eigentlich scheißegal. Ich will eigentlich nur da schnell hin. Ja. Okay. Jetzt kannst du mir ja gleich sein. Na, kommst du? Ha! So. Ja, wo sind wir denn jetzt? Was? Achso, du hast gerade die andere Tür hochgegangen. Ja, ich guck mich natürlich erstmal hier um. Wo kommst du her?
Gott sei Dank, ja, mir genug. Ah, meine Diese. Da ist noch einer. Da ist doch noch einer. Plus wo? Ach, jetzt kommen wir auch wieder zurück. Dann erledigen wir das mal. Oh, er darf nicht auf uns schießen. Das könnte gefährlich werden. Also, Medipack nehmen. Wir haben auch so viele. Okay, der verliert auch nichts. Ja, das ist ja schon mal schön hier. Hebel. Seht ihr die Anzahl der Hebel, die hier sind? Ich habe keine Ahnung, wer was macht. Ja, nix. So, vom Gefühl her drücke ich alle. Okay, der Hebel ist schon mal, den können wir uns schon mal merken. Hebel 2 ist für diese komische. Hebel 3 auch. Hebel 5 hat keine Auswirkung gehabt. Okay. Und was macht der hier? Oh. Ich hatte das Gefühl, dass zwei Hebel überhaupt keine Auswirkung hatten jetzt. Kann mir das mal jemand erklären? Mich versuchen wir, wo hier irgendwas aufgegangen sein soll. Ich mag jetzt hier oben irgendwie nicht rausklettern. Aber ich muss es ja herausfinden. Okay, ich finde jetzt mal heraus. Okay, das ist ja schon mal perfekt. Ja, ich muss jetzt herausfinden, wo etwas passiert ist. Es muss irgendwo eine Tür aufgegangen sein und ich vermute jetzt einfach mal, dass es da hinten passiert ist. Es gibt ja mittlerweile keinen logischen Grund mehr, irgendwo noch eine Tür aufzukriegen. So. Hier müsste eines leer sein. Ach, guck's dann. Ich glaube, da müssen wir immer noch gar nicht hoch. Ja. Ist das eigentlich ein Zeitschalt oder ist das ein normaler Hebel? Scheint ein normaler zu sein. Das hier ist ein UFO. Und hier vorne ist eine Luke. Die müssen wir aufkriegen. Erstmal gucken wir uns hier weiter um. Ich glaube, das ist jetzt der Bereich, wo es gleich ganz schön unheimlich wird. Ja. Uns fehlt schon wieder eine CD oder sowas. Ja, da kommen wir noch nicht rein, weil wir haben, glaube ich, noch keine CD. Nein. No. No. Genau. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt laufen wir doch mal hier vorne hoch. Weil uns fehlt nämlich eine CD. Falls ihr euch erinnert, wir müssen sogar noch die Rakete starten lassen. Ich habe noch keine Ahnung wie. Aber ich weiß, dass wir bei dieser Rakete noch was machen müssen. Also kletter ich jetzt erstmal hier hoch. Weil hier oben könnte vielleicht noch mal... Vielleicht ist hier oben irgendwas versteckt, ne? Okay. Hier oben ist halt ein Gerüst. Da geht es sogar unter freiem Himmel. Bei einem UFO ist das eigentlich nicht so. Ist das eigentlich keine gute Idee. Naja, wenn sie meinen, dann machen sie. So, ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Ja, auf dem UFO haben sie die Karte hingebackt. Da muss ich jetzt ja wohl da mal rüberspringen. Warum? Bitte, bitte, bitte. Oh, das hat super gut geklappt. So, ist hier noch irgendwas? Nö. Gut, wir sind weitergekommen. Wir haben nämlich gesehen, dass auf der Kufe eine Karte ist. Und ich vermute fast, dass das jetzt unsere Karte für hinten ist. Und nicht für vorne. Also,
So, wir sind auf dem UFO drauf. Ach ja, merkt euch übrigens die UFO-Größe. Bitte, Leute. Merkt euch, dass das Ding hier so ein Ei ist. Merkt es euch. So, jetzt will ich wissen, was für eine Karte ich eingesammelt habe. Abschusskarten. Ja. Das bedeutet... Ja, was es bedeutet. Wir müssen wieder zurück.